Willkommen bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu formen und wie es weitergeht. Und bei den heimischen Sachen zu formen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanalinfo, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum. Und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok und meine Homepage. Schaut bei meiner Homepage vorbei und schaut bei i vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und teilt das Video mit euren Freunden, Familie, überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram. Überall. Ja. Und hier haben wir Tabakpflanze, die blüht jetzt gerade. So schaut die Tabakpflanze aus. Neben der Kamille und neben der Schneerose. Und ein Unkraut wächst da. Die tun wir gleich weg. Und da haben wir die Sonnenblume, Ringelblume, Mais. Wächst ganz gut. Und der Rhabarber treibt wieder aus. Und die Nordmandanne und der Mais und die weiße Schneerose und die Sonnenblume und die Sonnenblume und die Sommerblumen und die Stiefmütterchen wachsen auch ganz gut. Und der Borage, Gurkenkraut, Borago, den kann man die kleinen Blätter essen. Schaut auch ganz gut aus. Und so schauen die Blüten aus. Blau. So schauen die Blüten aus. So. Und da ist der Kakibaum. So wächst der. So schaut es aus. Da ist die Erklärung. Und da ist der Mandelbaum. Der wächst auch ganz gut. Da steht auch die Erklärung. Oben. So schaut es bei mir aus. Ja, hier haben wir die Balkonblumen, die Dahlien, die verblühten tue ich immer gleich rausbrechen, muss man, dann kriegen die neue und dann, so, und da haben wir die schöne Blume schaut ganz gut aus. Das sind auch die Sommerblumen, da tun wir auch die Verblüten weg. Schaut auch ganz schön aus. So. Die gelben riechen sehr toll. Riechen sehr gut. Ja. Haben wir ein bisschen die Verblüten weggetan. Hier haben wir die Maracuja. Die wächst auch ganz gut. Da hat sie ein Frucht schon. Und da hat sie ein Frucht. Und da hat sie eine Blüte. Eine Blüte. Wo hat sie noch eine Blüte? Da oben hat sie noch eine Blüte. Die wächst sehr super. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo und schaut bei i vorbei und schaut am Ende des Videos kannst du 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit euren Freunden, Familie, überall WhatsApp, auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat, überall.
Und schaut auf meine Homepage drauf. Ist Kanalinfo verlinkt. Bis zum nächsten Mal.